Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie mit einer React-Time. Und was reacten wir heute? Ja, ist doch ganz klar, ist der erste heute. Und wir, nein, nicht der erste natürlich, aber das erste Video, was ich heute aufnehme. Wenn ihr das auf YouTube schaut, werdet ihr jetzt euch ein bisschen wundern, aber ich nehme das hier auf Twitch auf. Und zwar schauen wir uns heute Twitch, ja genau, das passt, Twitch Clips Germany an. Wir wechseln mal in den Bereich und zwar ist das die Folge 191, textilfreies Baden heißt das. Das lässt tief blicken. Ja, also, interessant, wie man in einer Werkstatt baden soll und das auch noch textilfrei. Wir schauen es uns mal an und gucken, was da zusammen so passiert. Also, starten wir rein. Und jetzt kommt eine neue Folge Twitch Clips Germany. Hier flexen die geilsten Clips. Ich lasse es. Ja, ne, der Flex habe ich auch schon gearbeitet. Ich habe, für die, die es nicht wissen, ich habe meine Schlosser- und Kunstschmiede-Ausbildung angefangen, aber nur angefangen. Und habe da auch mit der Flex gearbeitet. Das macht richtig gehend Spaß. Also so durch das Metall durchschneiden ist wunderbar. Wie ein heißes Messer durch kalte Butter. Vorausgesetzt, die Scheibe ist intakt genug. Aber man kann das Ding auch wunderbar zum Schleifen benutzen. Aber ein interessanter Einstieg. Schauen wir, was weiterkommt. Was? Kannst du nicht, hast du noch nicht gelernt, auf die Wolke zu springen und zu fliegen? Ja, genau. Komm, mach du mal, komm. Ja, okay, Yeah, berghoch. Warte, guck mich an. Warte, warte, warte. 5 Subs und du wegfliegst. Okay. Das Dankeschön, ASX, die nehme ist ich. so witzig. Ja, manchmal sollte man wissen, wann man mit Subs um sich schmeißt und wann man das nicht tut. In diesem Fall war es nicht gut, dass er das getan hat. Ich glaube mal, also ich sehe es mal, ich sag's mal so, ich würde genauso handeln, würde es nur Sache sagen, von denen ich weiß, dass ich sie kann. Dann würde das funktionieren, genau. Hey, geil, ein Smart. Hey, das ist Ihr habt es einfach Autoflicking. so gut in Deutschland. Ach, guck mal, was ich hier alles machen muss, ey. So. Ich muss ja echt von den Bäumen leben. Ich muss mir Orangen vom Baum pflücken. Ja, sei froh, dass du Orangen vom Baum pflücken kannst. Da weißt du wenigstens, wo sie herkommen. Wenn man bei uns im Laden die Orangen kauft, da steht dann zwar drauf, aus welchem Land sie kommen, aber du weißt nicht, wie die angebaut worden sind, was da reingespritzt worden ist und was sonst noch alles ist. Also dann bin ich doch. Würde ich doch lieber die vom Baum pflücken. Ja, außerdem macht das Spaß, man ist in der Natur. Das bin ich auch am Spiel momentan. Ich stehe da, kämpf gegen ein riesiges Monsterlager und werde von Bienen getötet. Ja, das kenne ich auch. Wobei ich spiele das momentan auch auf der Switch. Und ich muss dazu sagen, also wenn ich bin da momentan an einer Stelle, ich soll zu einem dieser Tempel. Ich bin also noch ziemlich weit am Anfang. Also ich habe 2 Tempel habe ich schon, aber ich muss noch 2 oder 3 weitere machen, um dann weiterzukommen. Und ich muss dazu sagen, ich hänge momentan fest, ich komme nicht weiter. Ich kann nicht hochklettern, ich kann nicht runterklettern. Wenn ich über einen Baum rüber will, falle ich runter und sterbe, komme wieder zurück. Es ist ganz wie, ich bin also momentan am überlegen, ob ich das Spiel nochmal von vorne starte. Nur so rein als Interesse. Genau. Ich habe einen gesegneten Taliban dafür. Ach, Ja, du hast auch einen ich habe einen Taliban. gesegneten Talisman dafür bekommen. Gesegneter Taliban, Digga. Also, wenn die Taliban gesegnet sind, dann sehen wir, ja, dann sieht es für uns alle sehr, sehr schlecht aus. Hoffen wir mal nicht, dass sie gesegnet sind. Nee. Also, in meinem Fall wäre das ganz schlecht. Man kann wie so Überfall. So? Wie der Fetisch wahrscheinlich, oder? Oh mein Gott. Also deswegen, nicht deswegen. Meine Brille! Ja. Und mein Mikro! Du bist Das ja verändert auch komplett! dämlich. Guck mal, da ist er, der Kistenkater. Scheiße! Morgen, Schatz. Oh Mann, wie dumm kann man sein? Jetzt sah er gerade aus wie ein Nasenbär, aber wie ein hässlicher Nasenbär. So,
ihr müsst jetzt mal kurz wieder. Mein Mann ist gerade aus dem Bett geplumpst. Und jetzt muss er morgen knuddeln. Der ist bestimmt wach geworden, entweder weil hingeht, weil ich zu laut gesprochen habe. Aha, er nickt, also bin ich dran schuld. Obwohl ich eigentlich die Tür zugemacht habe, also bis er es vorbei gemacht habe. Aber gut, okay. Dein Lachen war nicht zu hören. Okay, tut mir leid, Schatz. Aber du weißt doch, wer am Morgen lacht, am Abend keine Sorgen hat. Das war jetzt ein ganz neuer Reim, den habe ich gerade selbst erfunden. Glaube ich zumindest. Ich muss daher mal googeln, ob das irgendwo steht. Warte mal. Oh, er ist aber ganz schön. Uiuiui. Okay. Das Liedchen passte, zum einen. Zum zweiten, interessante Choreografie des Sturmtubers, ob die das in der Ausbildung gelernt haben. Und zum dritten Mal, Leute, backt das Spiel, wollte ich schon gerade sagen. Genau, backt das Spiel. Natürlich nicht backt das Spiel, sondern fixt das Spiel. Achso, ja. Jetzt aber. DNA von Reddit steckt. Ja, das Geheimrezept von Reddit war immer, dass man es sich eigentlich frei entfalten ließ. Aber ich habe einen Wunsch. Also entweder jemand editiert das und unterlegt das mit Musik, oder der dunkle Parabelritter schafft sich bitte endlich einen Taktstock an, mit dem er einfach gestikuliert. Weil ich das zu gut fänd. Ja, stimmt. Das muss ich sagen. Also die Parabelritter gucke ich privat auch immer gerne mal. Ihn zu reacten, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Aber da habe ich ein bisschen, glaube ich, zu viel Respekt. Nein, das kann man nicht sagen. Nein, ich glaube, seine Themen sind einfach zu ernst, als dass man sie reacten sollte. Nein, könnte. Also ich könnte es nicht, so rum. Glaube ich zumindest. Aber ich will es auch nicht ausprobieren. Aber wie gesagt, ich gucke ihn selbst persönlich hin und wieder. Und ich muss sagen, er hat wirklich eine gute Gestikulierung. Und ich muss Flo recht geben. Er sollte da auch mal über einen Taktstock nachdenken. Das würde passen, genau. Ja. Ich war beim Friseur und hatte Sekundenschlaf, bin eingenickt. Und dann bin ich so hochgeschreckt und die Friseurin dachte so, what the fuck ist los? Ich war gerade mit dem Rasierer dabei. Und ich hatte richtig Glück, dass sie gerade so die Hand weg hatte. Und sie hat voll gelacht darüber. Und ich fand das null witzig. Oh shit. Friseur ist halt, es ist ja langweilig, du guckst einfach nur in den Spiegel, vor allem als Mann ist es halt, es ist eine Viertelstunde und vorher hat sie halt mir die Haare gewaschen und dann hat sie den Kopf massiert und ich dachte so, und dann sagt sie so, ja aufstehen, und ich sag, können wir nicht hier die Haare schneiden? Also, gut, okay, als Mann verstehe ich das noch, dass das langweilig ist, wenn man da zum Friseur geht. Mein Mann macht das nicht, der macht das selber. Der kann das sogar sehr gut, das sieht richtig gut aus, ja. Der hat das richtig, richtig gut an sich selbst gelernt. Aber wenn ich zum Friseur gehe, also ich brauche länger. Das letzte Mal, als ich beim Friseur war, habe ich geschlagene 3 oder 4,5 Stunden da gesessen. Gut, okay, ich muss auch dazu sagen, ich war lange Zeit davor nicht beim Friseur, deswegen war es mal unbedingt wieder nötig. Ich gehe jetzt nächsten Monat wieder beim Friseur. Eigentlich wollte ich heute, das hat aber dann nicht funktioniert. Oder ja, ich wollte einfach nicht so zeitnah wieder hingehen. Nein, falsch, das hört sich jetzt falsch an. Jetzt könnte man denken, meine Friseuse ist schlecht. Nein, ist sie nicht. Also es ist eine wahnsinnig Liebe und sie hat mir viele, viele Tipps gegeben und macht das richtig gut. Ich bin richtig genial, aber so schnell wachsen sie jetzt nun doch wieder nicht, dass ich sage, ich muss nach einem Monat wieder hin. Aber nächsten Monat gehe ich wieder hin und dann werde ich auch eine Zeit lang sitzen. Aber ich sitze da nicht da und starre in den Bildschirm, in den Spiegel, sondern ich gehe hin und ich sitze da und unterhalte mich mit ihr. Ja, also, aber gut, das ist vielleicht ein Ding, was wir Frauen machen und was Männer halt einfach nicht machen. Wobei, ich hatte das letzte Mal auch einen Mann neben uns sitzen, also neben mir sitzen, während ich darauf wartete, weil ich hatte mir die Haare färben lassen. Der hat sich auch mit der Friseuse unterhalten. Also man kann sich auch als Mann mit der Friseuse unterhalten. Man sollte es vielleicht mal probieren. Dann sitzt man nicht so da und schläft dabei ein. Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
Ja, das ist so, so Humor ist, wenn man trotzdem lacht und wenn man über sich selbst Witze machen kann, ist das doch viel, viel besser. Und ja, genau, da ist unser Kistenkater, ein Hallo geht an dich. Und ja, das habe ich mir fast auch schon gedacht, das wäre mein zweiter Gedanke gewesen. Für diejenigen, die jetzt erst einschalten und sich wundern, was ich gerade gemeint habe. Also er hat jetzt geschrieben gehabt, er ist außerdem von einer penetrant miauenden Katze im Arm geweckt worden, beziehungsweise die Milchtritt auf seinem Arm machte. Also wenn ich weiß, was Mitchell ist, die Katze stellt sich irgendwo auf den Körper und fängt dann an, so zu machen. Das ist so eine Reaktion, die sie nach der Geburt lernen, um die Mutter dazu zu animieren, die Milch freizugeben. aber er ist natürlich dadurch schwach geworden, weil ich zu laut gelacht habe. Das ist halt der Nachteil, wenn man so eng beieinander ist. Ich bin also geile Haarfarbe. Eigentlich zu 100% wieder fit. So 100 Milliarden Millionen Prozent. Aber es hat angefangen mit heiser sein und Halsschmerzen. Er hat mir gerade ein High Five gegeben. Habt ihr das gesehen? Nein, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht gesehen. Ich habe eher darauf geachtet, dass deine Kamera immer rein, raus. Das ist der Vor- und der Nachteil, wenn man eine Spiegelreflex bzw. eine spiegellose Kamera benutzt. Ich habe ja hier die Elgato. Ja, Werbesendung kann man nur sagen, habe ich ja oben eingeblendet. Und genau, also da ist das nicht so der Fall. Ich müsste da selbst hantieren, damit das ran und raus zoomt. Ich habe es jetzt extra ein bisschen rausgezoomt, damit man ein bisschen mehr von mir sieht und nicht immer nur mein Gesicht. Und da haben wir wieder Werbung. Das ist wieder wunderbar. Das ist praktisch, wenn man einen zusätzlichen Zweitbildschirm hat, auf den man gucken kann und sieht, wenn die Werbung da ist. Das heißt, einige Leute kriegen jetzt Werbung angezeigt, andere Leute nicht. Gut. Und dann hätte ich sie gerade soweit, dass sie, also das waren bei Kistenkater jetzt ungewöhnliche Umstände. Er hat gemeint, er war gerade wieder am Einschlafen, da fing ich an zu lachen. Ach ja. Das aussah, ey. Oha! Hast du erwischt? Was? Das nenne ich mal wirklich sich freuen darüber, dass man etwas geschafft hat. Also ein Glückstreffer. ich muss immer noch sagen, ich verstehe trotzdem irgendwie diese Shooter nicht so ganz. Also manchmal so diese Online-Shooter. Es ist nicht meins. Also Survival-Games sind nicht meins, das sage ich ganz ehrlich. Das überlasse ich lieber unserem Kistenkater. Ich gehe davon aus, dass die Haare lang genug sind, wenn ich die aufmache, dass die selbstverständlich die Länge haben, die ich benötige. Du darfst dich nur nicht erschrecken. Das wirkt alles etwas bedrohlich. Aber wer schön sein will und, ne? Doch die Axt? Ich muss sie natürlich durchkämmen und etwas in den Spliss entfernen. Das sind die Haarspaltereien und das betreibe ich natürlich nicht. Au! Wer schön sein will und so. Ja, ich weiß. Das ist schlimmer als beim Zahnarzt hier. Ja, ich weiß. Da mussten sie durch. Ganz ehrlich, wenn meine Friseuse so arbeiten würde, dann würde ich ganz schnell davonrennen. Also spätestens, wenn sie die Axt hervorholen würde, würde ich machen, dass ich aus dem Laden rauskomme. Natürlich würde ich vorher Geld auf den Tisch legen, damit man mir nicht nachsagt, ich würde zersprellen. Gell! Was ist denn das? Was ist das für ein Käse? Das ist ein Spiel und kein Käse. Oh, tschüss! Tschüss, ihr Betrüger! Tschüss! Ich weiß nicht, ob ich da wieder raus will. Yes! So! Ja! Oh, fuck! Hi, Divi, ne? Seid ihr tot? Nö. Ich schon. Das war durchaus ersichtlich. Erst zwar hattest du ja schon eine ganze Menge Schaden genommen und dann über die Klippe springen und runterfallen. Naja. Oh mein Gott. Ah, mein Bein. Die Rache des Tisches. Die Rache des Tisches. Das ist der Vorteil, wenn man einen Stuhl hat. Erstens mal, den man in der Höhe machen kann. Und zweitens mal einen schönen Schreibtisch hat, in dem man schön unter der Tischplatte durchrutscht. Da tut man sich nicht so weh. Obwohl,
Ja gut, ich muss es zugeben, bevor jetzt wieder was von Kistenkater kommt und ich ja auch immer mal au 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 schreie und scheiß Tisch und so. Ich stoße mir auch manchmal das Knie an. Ich gebe immer wieder beeindrucken, wie du dich für spezielle Streams, Projekte, so, manchmal in Schale wirst und wie gut das Endergebnis jedes Mal aussieht. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Also, an ihrer Aussprache muss sie definitiv noch arbeiten, aber das erzeugt immer wunderbare Clips zum einen. Aber eins muss ich sagen, in diesem Falle, ja, die Aussage passte. Also das, was ich so von dem Outfit gesehen habe, Daumen hoch. Das war wirklich toll, das sah toll aus. Jetzt bin ich irgendwie neidisch. Ist halbwegs heile und hat Medizin 3, Force Gamer, die by the way links und rechts als Arm einen Bohrarm hat. Also ihr müsst euch vorstellen, Force Gamer ist quasi so ein Big Daddy von hier Dingens, von dem Videospiel. Force Gamer, die hat statt Armen, hat sie Korkenzieher und die hilft jetzt bei der Geburt. Nein, sollte sie definitiv nicht tun. Nein. Aber es weckt sehr den Anschein danach. Es soll ein wirklich verdammt gutes Spiel sein. Und auch die technischen Probleme, die es gab, scheinen behoben zu sein. Also, ich habe bis jetzt noch keine Ruckler drin. Und das Spiel... Was in Merlins Namen? Ja, das war, wie sagt man so schön, das war der Vorführeffekt. Genau in dem Augenblick, wo man sagt, passiert's. Genau. Okay, gut. Also, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich, Kamel, habe den Puffer gestoppt. Muss ich mal wieder starten. Gut, so, aber wir machen jetzt weiter. Ich war in meinem Leben, glaube ich, einmal auf einem Rosenmontagsumzug in Mainz. Es ist halt immer kalt. So, ich verstehe nicht, warum man so eine Outdoor-Aktivität draußen veranstaltet. Erstmal, warum ich mich gerade. Ich habe gedacht, der steht aber ziemlich steif da. Das ist eine Pappfigur gewesen. Das zum Ersten. Also, da habe ich jetzt mich auch ein bisschen. Ja. Das Zweite. Outdoor sagt es schon. Außer Haus oder beziehungsweise außerhalb der Tür. Deswegen macht man das draußen. Und zum anderen mal ein Faschingsumzug in der Wohnung und in der Halle. Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Gerade beim Rosenmontagszug in Mainz oder stellt euch mal vor, in Köln oder Düsseldorf. Die Rosenmontagszüge müssten in der Halle stattfinden. Das sind 2-3 Wagen, dann ist Feierabend. Und Fasching ist halt nun mal im beginnenden Frühjahr und dann ist das eben so. Da ist es halt nun mal kalt. Dafür kann man sich anziehen entsprechend. Gut, okay, das sieht manchmal mit den Kostümen nicht so toll aus, aber wenn man eben sich der Naturgewalten nicht aussetzen will, dann bleibt man eben mit seinem Hintern zu Hause, ganz einfach. Home is the eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's salt. And should the sky be filled with... Wow. Geile Stimme. Richtig geile Stimme. Kann man dazu sagen, geiles Lied. Vor allen Dingen auch entsprechender Schmuck dazu perfekt ausgewählt. Obwohl, ich weiß, jetzt schreien gleich wieder einige rum. Das ist aber aus dem Hobbit dabei. War die da gar nicht dabei? Das stimmt. Aber sie hat zu dem Zeitpunkt schon gelebt. Nur so zu... Genau. Okay, die haben mich gehört. Die kommen hier hinten. Die sind bei C. Spawn campen noch bei C. Okay. Oh mein Gott! Spike platziert. Haben wir einen Heilemensch?
Letzter lebender Verbündeter. Die eine hatte ich gerade noch heilen können. Ein Gegner übrig. Oh mein Gott, wenn das jetzt mein Ace ist. Wow. Wow. Das war gut gespielt. Ja. Kann man nichts mehr dazu sagen. Das war gut gespielt. Und dann zeigst du mir mal deine Lanze. Wenn du verstehst, was ich meine. Was ist los? Oh, ich muss aber auch los. Also, ich hoffe, das war wirklich nur gespielt. Wenn es nur gespielt war, genial. Wenn es nicht gespielt war, Mädel, mach den Stream aus. Jetzt ist die Frage, von wem willst du ein Foto? Von ihr oder von... natürlich. Adam, aber jetzt nicht wegrennen, okay? Nein, kein Problem. Nicht wegrennen. Komm, ich mach's auch gern. Wir haben uns eben ja hier auch schon gesehen und wir sehen uns jetzt ja wieder. Ach, also, du sind alle meine. Kommissar Zufall hat 5 Subs verschenkt. Das war jetzt fies. In zweierlei Hinsicht. Einer natürlich für den, der das Foto, von dem, der das Foto haben wollte, weil er hätte ja sagen können, ich mache ein Foto mit euch beiden. Das zum einen. Zum zweiten war es fies von ihm, ihr erst zu versprechen, nicht wegzulaufen und dann doch wegzurennen. Macht man nicht, das ist unhöflich. Ich muss hier föhnen. Nein! Alter! Schlotzi, der ist sauteuer, das kannst du vergessen. Ich föhne doch nur. Du ballerst den mit Farbe voll. Wo denn? Guck mal, wie schmierig. Das kann man doch sauber machen. Nein! Und dann verstopfst du das wieder. Nee. Mit was denn? Nein! Nein, also da wäre ich richtig böse. Ja, klaue einer Frau nie den Föhntoro, das ist ganz übel. Jetzt kann die Wolke wieder nach oben. Mein Gott, was ist denn heute mit mir, ey? Aim gleich 5, 0, 1, 7, 6. Bitte ruf mich an, was? Hä? Okay, nee, dazu sage ich jetzt nichts. Also, wie komme ich denn jetzt wieder hier raus? Das frage ich mich bei meinem Spiel momentan auch. Ja, oh, ich kann ja klettern, ne? Ja, wie gesagt, das frage ich mich bei Breath of the Wild auch. Klettern kann ich, ja, aber ich komme nicht. Meine Kraft reicht nicht aus, um so hoch zu kommen, dass ich wieder da weiterkomme, wo ich jetzt bin. Ja, deswegen frage ich mich auch, wie komme ich hier wieder raus? Oh, vielleicht kann ich irgendwann mal neben Henno sitzen und stellt euch mal vor, eine Person bewirbt sich dann. Henno. Henno. Ich bin dein größter Fan. Ich will berühren. Ich will. Das war weird. Sehr weird. Oh nein. Ja, warte, ich muss 100 Namen vorlesen. Ja, also bitte. Ich Alter. Hab das, wo es eskaliert ist, 1000 Namen vorgelesen in einfach ein oh paar Minuten. Oh mein Gott. Los. Wir fahren jetzt lieber 150 CC, da habe ich wenigstens noch, kann ich mich nicht... Ja. Hello. Da bist du jetzt auch gleich, wann das Video aufgenommen ist, falls das in der nächsten Woche nicht gleich online kommt, sondern ein bisschen später. Aber ich glaube, das werde ich gleich als erstes schneiden. Ja klar, wir sind ja Faschingswoche, also gestern habe ich Malz bleibt Malz geguckt. Ja, dann hilf mir mal. Hilf mir. Help. I need somebody help. Not just anybody help. Ich meinte nicht mit Blaulicht, ist okay. Mir geht's gut. Das war gut. Das war richtig gut. Genau. Genau, was? Jetzt habe ich vor lauter Schreck, weil ich so fixiert auf diesen Bildschirm bin, damit ich diesmal nichts verpasse, nicht in den Chat geguckt und dann schreibt unser Kistenkader, was hast du? Apropos Naturgewalt. Wäre es nicht besser, heute zu fahren, anstatt... wir können darüber nachher reden. Und die Grüße gehen raus an. Twitch Clips Germany. Genau. Ja, also man sollte dieses Tröte vielleicht vorher ausprobieren, um, damit es auch richtig trötet. Ja, warte. Meinst du, der ist trocken? Nee, der ist nass. Der tropft noch. Ja,
Obwohl, so wie es jetzt gerade aussah, war er doch schon ausgetrocknet. Ja, ja. Das geht ist so, wie unser Kaktus hier hinsteht. Der war früher, der war mal eine ganze Weile so richtig groß und jetzt ist er so ganz, ganz schmal. Wir haben den von draußen reingeholt, weil es draußen zu kalt wurde. Und ja, man muss dazu sagen, Kakteen tut man ja nicht so oft gießen. Und wir haben das eine ganze Weile vergessen und da ist er halt zusammengeschrumpft. Ich peppel ihn gerade wieder auf. Kann ich jetzt Schlitten fahren mit? Weißt du, was richtig sad ist? Damit kannst du jetzt deine Karateprüfung ablegen. Oh, das wird laut. Ich wette, es ist durch. Zeig mal? Ich wette, es ist durch. Zeig mal? Mach mal, ich wette, es ist durch. Meinst du, die Arbeitsplatte ist ultra durch, oder? Sad. Nee, ich glaube, das ist durch. Oder die Hand ist kaputt. Wow. Ist wieder gerade. Ah, bis gerade eben war es gerade. Schade. Ja, ist Olli zu stark? Ist das Gerät zu schwach? Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte bei der Handhaltung, die er da hatte, erst so meine Bedenken. Aber ich denke mal, dass das Brett so durch war, dass es sich hätte gar nicht wehtun können. Obwohl, ich kenne Leute, die tun sich selbst an etwas, wo man sich nicht wehtun kann, weh. Ey. Und? Boah, das ist fies. Und tschüss. Wow. Warum geht denn das? Weil das geht. Aber eins muss ich dazu sagen. Ich bin ja, wie gesagt, momentan in der Umschulung. Und wir sind dann natürlich eine ganze Gruppe. Und da sind einige dabei, die spielen auch Hogwarts Legacy. Und die hatten die Tage ein Video von dem einen der unverzeihlichen Flüche. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, ganz ehrlich. Und da waren mehrere von dem hintereinander geschnitten, also wie man den ausspricht und macht und so. Und am Ende war einer, der hat den Spruch komplett falsch ausgesprochen und komplett falsch, aber das war so geil, darüber haben wir alle gelacht. Was ich total mochte tatsächlich, wo ich also im Endeffekt, wir sollten auch geometrische Formen machen und ich hatte dann halt so ein Viereck, sag ich. Ja, ist ein Kater, guck mal. Ich hatte da so ein Viereck. Also das Viereck war ein Dreieck, das zum einen, aber Kiska, hast du gesehen? Die hat dein Logo nachgemacht, das ich momentan am Malen bin, immer noch. Ich weiß, das habe ich dir schon vor Ewigkeiten versprochen. Du kriegst das aber. Ja, die hatte eine Kiste gezeichnet und eine Katze rein. Kistenkater. So ähnlich mache ich das ja auch. Ich bin aber immer noch dran. Ich muss es nur, eigentlich ist es ja grob gesehen fertig. Also die grobe Form. So, auch schon mit Outlines und so. Ich muss das nur noch kolorieren. Ich komme nur irgendwie nicht dazu. Ich nehme mir momentan auch viel zu viel vor, was ich dann am Ende nicht schaffe. Das ist schlecht. Ich muss da mal ein bisschen an mir arbeiten. Auch, ja, genau. Und nein, es war nicht, geht nicht um Malfoy. Hogwarts Legacy spielt ja weit, oder ich glaube 100 Jahre vor den Ereignissen in Harry Potter. Aber dieses Video, also du kannst da die unverzeihlichen Flüche sind da noch nicht unverzeihlich. Das werden sie erst später. Soweit ich weiß. Also zumindest kannst du sie da frei benutzen und links und dieses Video hat halt hintereinander weg immer denselben Spruch und am Ende der verblabbert den total. Das ist total lustig. Ich muss das mal raussuchen, muss es dir schicken, dann weil du weißt, was ich meine. Ich habe es da selbst nicht gefunden. Ich muss mal den Kollegen fragen. Ja, Chong tut schon wieder so, als hätte er tagelang nichts zu essen bekommen, ne? Dieser kleine Pisser. Ich sag immer nur Würde. Hahaha, die Rache der Katze. Selbstschuld, kein Mitleid. Kein Mitleid. Sowas macht man nicht. So, kurz zur Info, falls ihr euch wundert, was da jetzt gerade passiert ist. Gerade eben brach hier alles zusammen. Also, meine Verbindung war komplett weg. Ich weiß nicht warum. Ich habe aber sofort, als ich es gemerkt habe, gestoppt und alles ausgemacht. Also, ihr habt nichts verpasst in dem Sinne. Wir werden jetzt an dem Punkt weitermachen. Ich muss dann halt, habe nur ein bisschen mehr Schneiderarbeit, aber das ist halt so. Warum, wieso das nicht funktioniert hat, keine Ahnung. Ich habe einfach den Streamer komplett gestoppt und habe neu gestartet. Ich denke mal, das ist vielleicht einfach
ja, Störungen auch im Internetbetrieb sind momentan. Liegt aber nicht an uns oder nicht an mir, sondern liegt auch wohl an Twitch. Und wir machen jetzt einfach mal weiter an dem Punkt. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich war. Deswegen kann es sein, dass ihr jetzt hier einen kleinen Sprung drin habt. Und wir machen weiter. Ah. Hätte ich nicht erwartet. Das kommt gut. Das kommt gut. Man sollte die Flasche vor dem Öffnen trinken. Nein, umgekehrt natürlich vor dem Trinken öffnen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das klippe ich jetzt wieder. Was ist denn hier los? Warum funktioniert denn das nicht so, wie das soll? Hä? Okay, ja, irgendwie, ja. Ja. Passiert. Der Clip ist dann weg, aber passt halt. Wir sind eine Dreiviertelstunde. Oh, geile, eine Stunde geile Farbkombi für das Schuhe SM7B. Und wir kommen da an. Sie waren schon mal hier? Nee. Wir waren noch nicht hier. Sie wissen, dass heute textilfreies Baden ist? Wie? Also. Ja, heute ist Pflicht nackt baden. Nee, das wussten wir nicht. Schlotzi, lass uns bitte gehen. Ich kann es nicht. Ich will nicht Lackbaden gehen. Hier sind ganz viele Menschen. Hier sind ganz viele ältere Menschen. Das will ich irgendwie nicht. Ja. okay. Ich habe jetzt was auf der Zunge. Das sage ich aber nicht. Weil das wäre nicht nett. Und deswegen lassen wir das. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wie der Titel zustande kam. Warte, wie war das in der Schule? Immer erstmal mit etwas anfangen, was man... Erstmal mit Kritik anfangen oder mit etwas anfangen, was man nicht so gut fand? Wie rum war das? Hä? Ich weiß nicht mehr. Aber eins von beiden war es. Eins von beiden. Nee, Mädel, das ist dasselbe. Kritik ist etwas, was man nicht mochte an dem, was passiert, was gewesen ist. Wir hatten das jetzt gerade gestern mit Kritik und so. Ich will jetzt einen Kollegen nicht in die Pfanne hauen, der hat, was Kritik angeht, etwas daneben gegriffen. Aber gut, das passiert. Man lernt auch aus solchen Dingen. Aber ich muss halt gestern sagen, wir hatten gestern eine Präsentation, wir hatten vier Gruppen und jede Gruppe hatte ihre Präsentation. Und die Kritiken aller, die Kritik geübt haben, war wirklich sehr gut. Man konnte daraus lernen. Und das war Sinn der Sache, dass wir daraus lernen. Und das ist das Wichtige. Man muss aus Kritik lernen. Und Kritik sollte nie verletzend sein. Also man sollte sie immer ordentlich verpacken. Und damit derjenige, der sie bekommt, etwas herausziehen kann aus der Kritik. Kritik, die verletzt, ist schlecht. Also schlechte Kritik. Ich hab's geahnt. Ich hätte meinen Kopfhörer abnehmen sollen. Ah. Au, oh, das tut weh. Ah. Das war wieder mein berühmtes Das ist ein Horror-Game. Mädel, du musst wissen, dass du dich erschrecken tust. Ja, meine Ohren auch. Du hast wenigstens das Ganze auf Boxen momentan, Kistenkater. Ich hab das auf den Ohren. Direkt dran. Au. Heute nur in Zeichensprache, bitte. Ich hab den Spruch. Gleich sage ich ihn. Ich bin stolz, ich bin jetzt nicht gestorben. Das war zu früh gefreut. Oh mein Gott. Das passt. Ja, das passiert. Und ich hab jetzt endlich den Spruch. Avada Kedavra. Und der hat ihn am Ende so. Das war ganz lustig. Also. Ja, alle kriegen Avada Kedavra, Avada Kedavra, Avada Kedavra. Und er, oder so ähnlich, sagt er. Das ist voll lustig. Aber es funktioniert. Was zeigt, der Spruch muss nicht perfekt ausgesprochen sein. Man kann auch nuscheln. Und das kennen wir ja von Harry Potter mit dem Kamin-Netzwerk, mit dem Flohnetzwerk, genau. Der beste Trick für eine Paprika zu schneiden. Viele machen ja oben dieses und holen das dann raus und dann sind da so viele Kerne. Der Trick ist, ihr dreht sie um und dann sind da hier solche Poritzen. Und ihr schneidet nur in die Poritzen.
bis zum Grünen. So, und dann sieht die so aus. Und dann kann man die einfach abbrechen. Und der körnige Kern, der bleibt halt dran. Ja, der körnige Kern. ja, genau. Das ist an sich ist das eine gute Idee. Ich hätte nur die Ritzen anders benannt, weil irgendwie habe ich jetzt gerade keinen Hunger mehr auf Paprika. Nee, ich mag nicht mehr. Hat er einen schwierigen Zauber angewendet? Cool. Der denkt sich auch gerade. Hier fehlt ja alles. Tschüss, muss wieder los. Okay. Also das Spiel war noch zu dem Zeitpunkt, wo es doch total verbuggt war, obwohl ich glaube, es hat immer noch einige Bugs, auch wenn es mittlerweile ein paar und einige größere Updates bekommen hat. Zum einen, aber zum anderen Mal, der Kerl steht auf Rosa. Definitiv, hundertprozentig. Eine Stimme in diesem Spiel sagt mir ständig: I'm crushing your dreams and dashing your hopes. You're climbing a mountain with a hammer and no ropes. Und tschüss. Du sollst nach oben, nicht nach unten. Ja, also der Sinn dieses Spiels ist es, sich mit diesem Hammer immer weiter hochzubringen, nicht nach unten. Das wäre ja einfach, aber nach oben. Und das sah nicht gut aus. Alle schreiben Babybraun. Ein babybraunes Schaf. Das ist krass. Ist es so rare? Ist schon sehr selten, also das passiert nicht so oft. Habe ich mittlerweile auch schon ein paar Mal. Aber ich habe damals, sagen wir mal, es hat mich ein bisschen zur Verzweiflung gebracht, ja. Oh. Boah, ist die mies drauf. Also du kannst doch einfach das arme Lämmchen umhauen und dann auch noch ein braunes. Also bitte. Ich verlange Sanktionen gegen diese Spielerin. Ich verlange Sanktionen. Ich bitte nebenbei. Okay. Ja, Flanders. Flanders. Simpsons. Da fällt mir ein, die habe ich schon ewig nicht mehr geguckt. Ja, ist halt so. Oh, Baby! Okay. So, wo sind die Hater? Was zum Geier war das? Muss ich das verstehen? Gut, das Ding hat jetzt eine interessante Form, aber was zum Geier war das? Witzig, Moment, stopp. Wir sehen nichts. Achso, Leute, ich muss noch live gehen. Moment, halt. Haha. ja. Ist meine Webcam eingefroren oder sieht so das ungefähr so aus? Ja, ich würde sagen, die Webcam ist eingefroren. Das war jetzt wie gerade eben bei mir. Ich glaube, ich möchte nicht wissen, wie ich ausgesehen habe. Dadurch, dass bei mir natürlich alles weiterlief und ich natürlich auch das Video weitergeklippt habe, habe ich das natürlich anders gesehen als ihr da draußen. Ja, genau. Ja, ich brauche sie nur hier, damit ich euch lesen kann, weil ich bin ja sonst blind wie ein Adler. Nee, falsch. Adler sind blind? Habe ich was verpasst? Also Adler sehen stechend genau aus hunderten von Metern Höhe eine Maus auf einem zugewachsenen Feld. Also der Spruch war definitiv falsch. Ich denke mal, er meinte blind wie ein Maulwurf. Wenn ich keinen Kontaktlinsen anhabe, geht es mir je nach Entfernung fast genauso. Aber ich könnte von hier meinen Chat lesen. Also das wäre nicht das Problem. Ich gucke nur zu selten rein. Was zum Geier ist das? No! Nein! Scheiße, ich bin auf den anderen Knopf gekommen und hab nichts mehr gesehen. Aber du hast doch gesehen, dass... Ja, lassen wir das. Man kann doch auf den Bildschirm gucken. Alle anderen haben es doch auch gesehen. Da guck doch notfalls in deinen Stream. Lass doch eben den Stream nebenher laufen. Das mache ich auch, damit ich sowas sehe. Sonst wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen, dass ich hier abgebrochen wäre, wenn ich nicht zuerst gesehen hätte, da ist die Kamera. Gut, da habe ich jetzt schon wieder Werbung. Also mein Werbestream freut sich heute. Wunderbar. Computerwerbung. Für den Laptop.
Also ich habe auch einen guten Laptop, den habe ich von meinem Schulungszentrum bekommen. Wenn ich die Schulung schaffe, kann ich den auch behalten. Das Einzige, was das Ding leider nicht so gut hat, ist der Speicher. Die haben nämlich nur einen Speicherriegel eingebaut, ob man zwei einbauen könnte. Und bei zwei hat das Ding eine wesentlich bessere Grafik und funktioniert auch besser. Sollte ich die Hürde, die jetzt momentan ansteht, schaffen, dann habe ich mir auch schon vorgenommen, ich hole mir noch einen zweiten Speicherstick und packe den da rein und dann habe ich läuft das Ding auch ein bisschen flüssiger. Ja. Ich will den jetzt besiegen. Und ich schaffe das auch. So viel dazu. Haha. Ja, ja, das ist verkackt mit Ansage. Ich schaff den jetzt. Bumm, tot. Passt. Nächste Frage? Ja, bitte. Okay, wer würde von uns beiden eher in einem Porno mitspielen? Einmal 3, 2, 1. Ja, ja. Wieso ich? Warum ich? Du sagst das mir. Du hast Cam-Erfahrung, Schatzi. Wo sie recht hat, hat sie recht. Da kann man nichts dazu sagen. Also, ja. Genau. So ist das. Das war so perfekt getan. Ja. Abgesehen davon, dass das richtig gut getimed war von dem das Ding heißt Expelliarmus und ist dafür gedacht, dass du den Gegner entwaffnest. Dafür solltest du natürlich auch auf den Gegner zielen. Wenn du irgendwo in die Gegend zielst und Expelliarmus reißt, passiert gar nichts, zumindest nicht beim Gegner. Es ist okay. Ja. Ja, ja, das kenne ich. Ihr hättet gestern mal sehen sollen bei mir in der Schulung. Ich war ja online unterwegs. Wir sind ja immer online. Also unser Dozent ist nicht bei uns, sondern der ist woanders. Abgesehen, gestern hatten wir ja Homeoffice. Und da war es so, dass ich hatte meine graue Weste an und jedes Mal bin ich im Hintergrund verschwunden. Also so halb, da war ich nur so teilweise zu sehen, das war voll lustig. Hier, komm mal hier rüber. Kannst du den Kleriker hier noch angucken, ob der noch Loot hat? Mhm. Du bist der schlimmste Mensch, den ich kenne. Das ist fies. Das ist richtig fies. Mit dir würde ich nie spielen, weil du bist so gemein. Du kannst dich nicht an den Rand stellen, wenn einer rüber springt. Vor allen Dingen mit dem Spiel, wo die Kollisionsabfrage zufälligerweise gerade mal funktioniert. Ja, doch. Nicht jetzt, Ben. Nein, tut durch Hund. Nee, der Hund hat auch gar nicht gebellt. Also der Hund hat, als du gestorben bist, nicht gebellt. Er hat davor gebellt. Und wenn du einen Hund hast, also eine Katze, ich sag mal so, wir haben eine Katze. Und wenn die Katze hier nebendran steht und fängt an zu miauen, dann... Ja, da wäre ich zwar auch abgelenkt, aber ich beim Spielen kriegt sie gesagt, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Are you a player? Are you a player? Ich weiß nicht, wo man wolbt. Wir gehen zurück. Danke. Danke. Ja, ja, das war die Hilfe des anderen. Ich nehme mal an, dass es ein Spieler war, weil sonst wäre da auch die Schadensabfrage etwas schlecht gelaufen. Ja, 1985 war genau so. Half a century ago, Hollywood predicted this would be New York City in the 1980s. A tomorrow where anything was possible. What do you want, a boy or a girl? A boy. Es kann nicht mehr lange dauern. Es kann nicht mehr lange dauern, Leute. Es kann nicht mehr lange dauern. Also, es ist wirklich interessant, wie sich... vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten sich die Menschen 1980 vorgestellt haben. Wenn wir jetzt dagegen sehen, wir sind jetzt bei 2023, wie die Welt aussieht. Ich hatte gestern, habe ich ja
Mainz bleibt Mainz geguckt und das sind ja die Büttenreden und da meinte die Moguntia, das ist eine dieser Figuren, die dabei auftritt und eine Büttenrede hält so. Wenn man sich überlegt, also uns unterscheidet von den Bonobos ungefähr 1,8-1,9%. Also wir sind relativ ähnlich und diese 1,9%, die uns davon unterscheiden, das sind die, die dazu führen, dass die Titanic untergegangen ist, dass wir Trump als US-Präsidenten hatten, dass wir auf dem Mond gelandet sind, dass wir Kriege führen, dass wir die Umwelt verschmutzen. Ich sag's mal ganz ehrlich, schneiden wir die 1,9% weg und werden wieder zu Affen, dann sind wir wesentlich besser, nicht nur für uns, sondern auch für diesen Planeten. Ja, ich glaube, die zaubern das nur, Brian. Wäre aber sonst ein bisschen weird. Don't. Da steht einfach Don't push. Und ich habe nicht mal gelesen. Ich sehe einen großen roten Knopf. Drücken. Das geht jedem so. Ein großer roter Knopf. Da kann draufstehen, was will. Ich glaube, da könnte sogar stehen, wenn sie diesen Knopf nicht drücken, kriegen sie 10.000 Euro und trotzdem würden alle auf den Knopf drücken. Und Kistenkater, wenn du jetzt kommst und mir erzählst, nein, ich nicht, glaube ich dir nicht. Vielleicht schaffe ich es wirklich, die rauszukicken, das wäre jetzt echt lustig. Jetzt hat sie sogar noch mehr Punkte bekommen! Ja, das war, ja, wie, was nicht machen. Ich meine, also gerade eben, sie hatte Hogwarts Legacy gezeigt, nicht das mit dieser Kugel, sondern das davor, da war sie in einem dieser Zauberläden und da war ein Kasten und da stand oben drüber, don't push und ein großer roter Knopf und sie hat drauf gedrückt, so. Und so geht es jedem. Ein großer roter Knopf, da kann stehen, was will, selbst nie, wenn du nicht drückst, kriegst du 10.000 Euro. Selbst dann würde jeder auf diesen roten Knopf drücken. Jeder. Weil große rote Knöpfe muss man drücken. Kennen, weiß man, das ist so. Der Mensch ist dafür gemacht, große rote Knöpfe zu drücken. Gut, okay, nicht überall. Deswegen sind die Knöpfe für bestimmte Raketen klein, damit sie eben nicht drauf drücken. Und da sind dann auch so Schutzdinger drüber, damit man nicht einfach drauf drücken kann. Sonst würden wir... Ich glaube, sonst wird es diesem Planeten doch schon wieder besser gehen. Es sind neue Boote, die haben wir heute draufgeladen, deswegen gibt es auch eine neue IP. Ach so. Und jetzt? Musst du losfahren. Was zur Hölle? Geiler Bug. Was ist das denn? Entweder geiler Bug oder... Also entweder war das ein geiler Bug oder perfekt gewollt. Das war geil. Und wie soll ich die Holzbox aufmachen? Deckel auf und auf. Also ich soll hier das Ding aufmachen? Ja, ja. Indem du die Box aufmachst. Boah, scheiße. Mach die Box jetzt auf, ne? Hättest du mir vorher eine richtige Anleitung schreiben müssen? Boah, bin ich gut. Ha! Geschafft! Easy. Das war eigentlich anders gedacht. Ach so. Ups. Das ist eine Rätselbox und die muss man muss halt rausfinden, wie sie aufgeht. Auf die Art und Weise geht das natürlich auch, nur kann man die Box jetzt nicht mehr benutzen. Dämlich. Stell dir mal vor, warte, würde das dann bedeuten, wenn die Erde sich dann andersrum dreht? Stellt euch mal vor, die Zeit würde dann auch wieder rückwärts laufen. Ne? Und dann, dann unterhalten wir uns in einer ganz komischen Sprache, die klingt wie Russisch. Njet nas mut, njet nas nut, schnut, snab, mut, njet snut. Ich nehme das nach. Hey, der hat das perfekt nachgemacht. Ich habe das auch immer, wenn ich beim Videoschneiden den Regler hin und her schiebe, dann hört sich das genauso an. Ich gehe jetzt mal ins Wissenschaftliche. Ja, ich weiß, das ist eher witzig gemeint gewesen. Ich mache das jetzt anders. Wenn die Erdachse, die ist ja gerade dabei, sich zu drehen. Also, dass sich dann die Erde ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das dann auch der Fall ist, aber ich glaube es nicht. Wenn sie sich andersrum drehen würde, wäre das für uns ganz schlecht. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sich die Zeit zurückdrehen würde, weil das passiert nicht. Aber
massive Probleme nach sich ziehen. Die haben das nicht bedruckt? Die haben mir ein unbedrucktes T-Shirt geschickt. Wie kann man das denn hinkriegen? Dreh doch mal rum. Ach so, okay. Da, ich brauche ein neues. Hallo. Ja, du hast doch ein neues T-Shirt. Es ist halt nicht bedruckt. Das sieht halt ein bisschen blöde aus. Aber viele Menschen haben unbedruckte T-Shirts. Und ziehen sie trotzdem an. Komisch. Erschießen Sie ihn, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich bin es, Hank. Ich bin der echte Connor. Nein. Was ist jetzt passiert? Jetzt ist das Spiel abgestürzt. Nicht jetzt! Ja doch. Jetzt ist das Spiel abgestürzt. Ganz einfach, so passiert das. Weiß ich bin's. Wie geht's dir? Was ist denn das für ein Fleck am Ärmel? Nein! Mir ist ein Malzbier eine Cola ausgelaufen. Die übers Wochenende und die war angeklebt. Ich hab das neu angezogen! Ich werde nie wieder waschen, wir kennen mich doch. Das bleibt für immer jetzt da drauf. Oh mein Gott, Creature, warum sagst du mir das? Weil es dir auch irgendwann aufgefallen wäre, deswegen hast du es jetzt schon gesagt bekommen. Geil! Ja, das war wieder die berühmte Szene. Wir können unseren Stuhl nicht richtig benutzen und deswegen sitzen wir zu weit vorne. Aber ich muss schon wieder sagen, es ist schon wieder so. Wir haben die Folge 191 und ich habe kurz vor Ende dieses Streams, das sind noch 2 Minuten in dem Video, und wir haben nicht den Spruch der Woche. Maximale Energie! Wo ist mein Fallschirm, du Wichser? Das tut ganz weh. Au, das tut weh. Das wird BAM! Volltreffer. Feind zerstört. Außer Gefecht, genau. Außer Gefecht, wer ist doch untertrieben? Also, ja, genau. Ich wollte gerade auch bei der letzten Folge, die ich aufgenommen habe, das war die 188, war auch kein Spruch der Woche drin. Das ist ganz übel. Wir haben den Spruch der Woche rausgelöscht. Wir haben kein Thema der Woche. Wir müssen uns an den Katzenkalender halten. Na, nicht schon wieder. Aber doch. Irgendwie läuft. Okay, sie hat sich erschreckt von einem Video, das sie selbst reactet. Also, ja, gut. Ist halt so. Ich habe den seit locker über 20 Jahren, habe ich den Namen schon. Und da war es klar naheliegend, dass ich auf Twitch dann auch Taurin heiße. Ja. Rappertechnisch, also, jetzt kommt der Scheiß, ja. Das war immer schon nur ein dummer gleich kocht die Milch über, gleich kocht die Milch über. Ja, ja, jetzt gibt es gleich Sauerei. Ja, ja. Richtig dumme Namen. Schöne Sauerei. Ich kann mich mit Taurin am besten identifizieren mittlerweile. Nach so vielen Jahren, über 20 Jahren mit dem Namen, kommt nichts anderes in Frage. Ne? Und Jules, wunderschönen guten Morgen. Grüß dich. Hallo, du musst nicht traurig sein. Okay, Chat, das habt ihr jetzt fokussiert, Chat. Ich hab's doch gesagt, jetzt kocht die Milch mehr. Geil. So ist das richtig, genau. Abonniert Twitch Clips Germany. Ja, genau, also, kein Spruch der Woche, dafür immer noch diesen etwas abgefahrenen Endsong, ja, genau.
Das habe ich auch schon gehört. Ich habe aber, muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe das noch nicht probiert, ob das funktioniert mit Butter auf dem Rand. Aber gut, muss ich auch nicht. Ich passe drauf auf, dass die Milch nicht überkocht. Sag jetzt ja nichts Falsches. Ich weiß, es ist mir auch schon passiert. Gut, aber wir sind am Ende dieser Folge. Das heißt, es gibt natürlich wie immer ein Like von mir. Und das ist dann auch der Aufruf für euch. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann ist da unten auch der Like-Button. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da ein Däumchen hochlasst. Immer noch gucken ganz viele diese Videos bei mir und lassen kein Like da. Nehmt euch ein Beispiel an Schildi 1. Genau. So, das zum einen. Zweitens, da unten ist auch noch der Abo-Button. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt auf diesem Kanal hier, den Abo-Button drücken, dann kriegt ihr da das angezeigt, ab und zu zumindest. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, also wenn ihr sagt, jedes Video von dir möchte ich mir angucken, klar, dann die Glocke abonnieren. Also die Glocke klicken, nicht abonnieren, Glocke klicken. Dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn ein neues Video oben ist. Gibt es normalerweise dreimal die Woche. Montags, Mittwochs und Freitags und ja, genau. So, wenn ihr natürlich auch Twitch Clips Germany abonnieren wollt, was sehr toll wäre und den auch ein Like da lassen wollt, dann findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung und könnt dann ja da hinspringen, euch das da angucken nochmal, wenn ihr wollt, ohne Kommentare und entsprechend ein Abo und ein Like da lassen. Die leben nämlich davon, außer von den Patreons. Also wenn ihr noch ein kleines bisschen Geld habt und wollt die unterstützen, weil die machen nämlich keine Werbung in ihren Videos, dann könnt ihr das auch machen. So, mir bleibt jetzt nur zu sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß mit den weiteren Videos, die ihr hier auf meinem Kanal findet. Und wenn ihr mal live dabei sein wollt, auf Twitch vorbeischaut. Bis zum nächsten Video, sagt euch tschüss, eure Josie.